weit würdest du für Rom gehen? Gute Frage. So, einen Moment. Oh, sieht man sich auch mal wieder. Ja, willkommen zurück. Das hier ist eine Testaufnahme. Ich werde einfach schauen, ob es funktioniert mit dem Aufnehmen. Ja, es ist meine erste Aufnahme jetzt mit Webcam. Ich habe eine neue Software gefunden, mit der man das gut aufnehmen kann. Und zwar ist das ganz einfach mein Grafiktreiber. Man kann mit einem Grafiktreiber Videos aufnehmen und auf YouTube hochladen. Ist das nicht schön? Ja, wir machen eine Schlacht. Welche Schlacht fragt ihr? Ich nehme irgendeine. Also, das ist jetzt nicht gezielt gemacht. Das ist eigentlich auch ganz spontan. Also, ja. So eine Beta-Uraufnahme. Beta-Uraufnahme? Na, ihr wisst schon. Also, das ist Kampagne. Will ich nicht. Hier. Historisch. Vorhin habe ich bereits eine gemacht, aber die war scheiße. Die wollt ihr nicht anschauen. Ich habe nämlich die hier gemacht. Ne, Quatsch, die habe ich gemacht. Und ich habe verloren. Nehmen wir doch mal die hier. Nach seiner Kapitulation bei Kynos Gephalai wurde König Philipp V. von Makedonien die Herrschaft weiterhin erlaubt, jedoch als Klientelstaat Roms. Nach Philipps Tod im Jahr 179 vor Christus war sein Sohn Perseus jedoch weniger gewillt, römische Kontrolle zu akzeptieren. König Perseus war ein ehrgeiziger Mann und begann, Makedonien als Regionalmacht wiederherzustellen. Die Römer erklärten aus Angst, dass ihre Kontrolle über Griechenland untergraben werden könnte, den Krieg. Nachdem sie sich quer durch das Land gekämpft hatten, trafen sich die zwei Armeen letztlich in der Nähe der Küstenstadt Pydna. Ja. Oh Gott, da war eine Verzögerung drin. Oh Gott, bitte nicht. Kann es sein, dass ich eine Aufnahme mache? Das kann schon entscheidend sein. Das zeigt von Kettis Webcam. Na jetzt. Das macht es vielleicht ein bisschen... Oh, jetzt hat es... Ich glaube, es lag einfach nur dran, weil es geladen hat. Da verzögert sich es manchmal. Okay. Eine römische Armee unter der Führung von Lucius Aemilius Paulus wurde nach Makedonien entsandt, um sich Perseus zu stellen. Nach tagelangem Vorrücken treffen die zwei Armeen nun in der Nähe Pydnas aufeinander. Die Römer haben ihr Lager in den Bergen aufgeschlagen und senden Nachschubsucher zu nah an die makedonische Linie. Ein Gefecht bricht aus und immer mehr Männer von beiden Seiten werden in den Kampf gezogen. Die Römer rücken vor und König Perseus macht seine Streitkräfte bereit. Die römische Kontrolle über Makedonien wird heute auf dem Schlachtfeld entschieden. Irgendwie gönne ich den Makedonien. Zieht die Schwerter, aber Männer! Wir müssen diese Hügel für Rom sichern. Ach, die Makedonier. Ich gönn's denen, weil die hatten so ein cooles Reich. Alexander der Große, wie er das persische Reich zerstört. Fast im Alleingang. Na gut, er hatte ein paar tausende Männer bei sich. Aber wie er mit einem Feldzug einfach so Persien erobert hat. Das ist faszinierend, finde ich. Wusstet ihr, dass Napoleon auch das Eis quasi ihn inspiriert hat, auch ein Eroberer zu sein? Alexander der Große hat Napoleon inspiriert, ein Eroberer zu sein. Ja, ich habe Napoleon Total War gespielt. Ich würde sagen, wir tun unsere Fernkämpfe erstmal hier nach vorne. Ungefähr so, so breit wie es geht. So. Naja, ich würde es euch gönnen, wenn ihr gewinnt. Das hätte ich nicht so... Ich glaube, das ist optimaler, wenn es so eingestellt ist.
Ich habe das Gefühl, man hört mich kaum, aber das sehe ich ja dann in der Aufnahme. Wenn sie gut wird, dann lade ich sie hoch. Wenn sie scheiße ist, werdet ihr das nie sehen. Jetzt kommt schon. Gleich spule ich vor. Oh. Na, was macht ihr so? Ah, richtig, kämpfen. Sterben. Verstehe schon. Oh mein Gott. Du kriegst jetzt Ärger, du kriegst jetzt Ärger. So, Moment, ich habe das Gefühl, ich muss... Oh, es ist ja schon super laut. What? Fühlt sich gar nicht so super laut an. Vielleicht ist es einfach nur mein... Ich habe jetzt mein Radio ein bisschen lauter gemacht. Naja, wenn es zu laut ist, dann hört ihr mich ja jetzt nicht. Oder? Ach, egal. So, was geht mit euch ab? Ihr steht da nur so rum. Ich dachte, ihr greift mich an. Ich will euch nicht angreifen. Ich bin so schlechter Angreifer, das wollt ihr nicht sehen. Ach, und ihr habt Lanzenträger. Picken Infanterie, ihr wisst schon. Like, 300. Au! Ah, was macht ihr denn da? Ah, der arme Kerl. Moment, da gibt's doch bestimmt so ein Ding, wo... Hier. Nee. Moment. Die spießen ihre eigenen Leute auf. Oder auch nicht. Ah doch, hier. Ah, was ist das? Eieiei. Ja, das sieht irgendwie falsch aus. Der sieht fast so aus wie meiner. Bloß, also ich meine von der Länge her. Okay. Und diese schwulen Leute soll ich jetzt angreifen? Ich glaube, die würde ich gar nicht angreifen. Wer weiß, was die mit meinen Soldaten alles anfangen. Ach, ich habe Elefanten? Wo habe ich die denn gefunden? Elefanten bereit! Wo hat der General die Elefanten gefunden? Die sehen nicht gerade römisch aus. Römer kommt ja, Elefanten kommen ja entweder aus Afrika oder aus Indien. Also müssen die aus Karthago haben. Das heißt, Karthago ist schon gefallen. Greift ihr mich jetzt an? Nee, die spielen weiter. Ihr Spielchen, was auch immer die da machen, ich will es nicht wissen. Na gut, dann gehen wir näher ran. Kein guter Ort für eine Wohnhütte. Mm-mm. Wer auch immer der Architekt dieser Hütte war, der hat keine gute Arbeit geleistet. Gut, die Hütte sieht schon ganz gut aus, allerdings ist der Standpunkt nicht gerade der beste. Ich meine, diese Häuser stehen auch nicht gerade perfekt. Da hinten ist sogar ein Dorf. Ihr steht alle nicht perfekt. Ohne Statue von so einem Typen, der Sieg heil macht. Moment. Sieg heil! Moment. So, wo macht er hier? Der schaut hier. Okay, der schaut ins Meer. Und mit seiner Faust hier will er irgendwas machen. Fick dich, Meer! Fick dich! Oh, voller Siegheiler. Schau, Sieg heil. Moment. So. Sieht doch mächtig aus. Ein Zeichen des Gottes. Zeus, soll ich wieder mit Let's Plays anfangen? Ja, mein Sohn. Just do it. Moment, ich werde die verteidigen, diese Statue. Nicht dieses Dorf, sondern diese Statue. Einfach, weil sie hier so ein Ding haben. Moment, sieht man bei dem vielleicht? Nein, okay, gut. Oh, meine Armee ist da. Geil. Jetzt mal näher ran. Ein paar Meter. Im Namen Roms. So. Was, India?
Hä? Hat er gerade Indien gesagt? Ihr seid doch nicht in Indien, ihr seid in Griechenland. Ihr solltet schon wissen, wo Griechenland und wo Indien ist. Zurück in den Geschichtsunterricht, ich meine den Länderunterricht, Geografieunterricht jetzt. Dieser Pimmel da ist Indien. Und dieses Ding, was aussieht wie, wie sieht Griechenland denn aus? Wie so eine Hand? Ist Griechenland. Ja. Ich greife einfach an. La la la. La la la. La la la. La la la. Elefanten, geradeaus. So, General, hierhin. So, schauen wir mal, was passiert. Was sagst du, Equites? Nein, nicht in die Lanzenträger rein. Die sind in die Lanzenträger rein. Nein, ihr auch nicht. Oh Gott, was macht ihr? Nicht in die Lanzenträger. General, der Feind schickt seine Kavallerie zu unserer Flanke. Man will uns überwältigen. Wir müssen etwas unternehmen. Oh nein! Du, ein Hinterhalt. Oh. Ja, war klar, dass die es von hinten wollen. So wie vorhin dran standen, konnte man das eigentlich sehen sofort. Das ist die schwulste Schlacht in der Geschichte der Menschheit. Hier, greifst mal hier die Elefanten an. Moment. Außer Kontrolle. Ach, das ist schön. Oh, der arme Elefant. Ja, gleich kommen Peter-Mitarbeiter durch mein Zimmer gestürmt und sagen, was hast du dem Elefanten angetan? Dann sag ich, das war nicht ich, das waren die da. Ich glaube, ich verliere. Oh, sie haben sich wieder gefangen. Okay, dann lauft mal da rein. Okay, dann lauft. Oh. Tja, Peter, das war nicht ich, ne? Ihr habt es gerade gesehen, das war Beweis. Ich hab's auf Video. Scheiße, und jetzt? Mehr außer fliegen können meine Männer nicht. Schlimmer als Franzosen. Bis zum letzten Mann. Hier gehorcht! Auf meinen Befehl! Rückzug! Ja, willkommen in Frankreich. Das ist keine Römer, das sind Franzosen. Zurück! Nichts gegen Franzosen. Nur ein bisschen. Mit solchen Leuten muss ich also arbeiten, wenn ich dieses Let's Play mache. Kann ich die noch mal ein bisschen niedriger tun? So. Sieht doch besser aus. Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Auf meinen Befehl! Ich habe hier noch Wurfgeschosse. Passt auf. Schau, hier ist gerade eine gestorben. Habt Angst vor denen. Auf meinen Befehl! Seht ihr, wie mächtig diese Armee ist? Sie ist sehr mächtig und flieht überhaupt nicht vor der Schlacht. Nein. Das sind die mutigsten Soldaten, die es gibt. Ich will leben und morgen wieder kämpfen. Bitte. Und sie würden niemals fliehen. Niemals würden diese tapferen Soldaten fliehen. Der Feind hat unseren General verwundet und er hat keinen Einblick. Die feindliche Phalanx ist zu stark. Gruppiert euch im Tal, Männer. Wir können uns zur Küste vorkämpfen und von hier wegsegeln. Scheiße. Sie waren ja auch in Überzahl. Ich weiß, es geht los mit den Ausreden. Aber es stimmt auch. Gut, das war die Testaufnahme und ja, wir sehen uns dann im Let's Play wieder. Servus. Alt und Z. Beenden und speichern.